Hallo zusammen, ich bin heute im Gartenhäuschen und hier haben wir eine Solaranlage-Erweiterung gemacht. Früher, seht ihr rechts, ist die alte Anlage mit 4x120 Watt Panels, läuft immer noch. Und links die neuen Panel, 4x130 Watt, etwas gleicher Umfang. Dann haben wir neue Batterien installiert. Die alte war eine Bleibatterie, die war jetzt 25 Jahre alt und die hat sich ergeben. Kabel neu gezogen, zwei neue Solarregler rein, das schauen wir im Häuschen drin an. Ja, hier ist der alte Kasten mit dem alten Tableau drin. Ich hoffe, man sieht's. Hier ist das alte Tableau, hier haben wir nur noch einen neuen Shunt nachgerüstet, dass wir die potenzielle Anzeige haben. Wir haben jetzt bereits wieder eine schwache Ladung. Und hier unten sind vier 200 Ah Lithium-Batterien reingekommen. Sind alle parallel geschaltet, also die Anlage läuft auf 12 Volt. Der Wechselrichter hier oben ist immer noch der gleiche. Man sieht es schlecht, ist halt dunkel hier im Haus. Hier ist der Wechselrichter, man sieht, es ist dunkel hier im Haus. Ja. Und hier ist die neue Anzeige, hier sieht man, was da gerade prozentual ist. Die Kapazität, also noch 470 Ah vorhanden und dem Verbrauch. Ja, das ist das aus diesem Gartenhaus. Den Katalog für die Solarpanels und so weiter verlinke ich euch unten drin. Und hier oben eine andere Balkonkraftwerkanlage für die Direkteinspeisung ins Haus. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.